Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind hier wieder in Nuka World. Ich habe die Rüstung in der letzten Folge umgebaut, so dass er mir nützlich ist. Ja, also Overboss Power 2, linker Arm und so weiter. Und ich habe sie vor allem so umgebaut, dass er uns bei der Aktionspunktregeneration hilft, also die das beschleunigt. Und dass Gegner hervorgehoben werden, das ist dieser rote Schimmer, den die um sich haben. Und dann haben wir Ende der letzten Folge noch eine Aufgabe bekommen. Wir sollen die Korkebrille aufsetzen, also von Sierra Petrovita, das ist eine Museumsbesitzerin hier, die lauter Nuka-Cola-Artefakte sammelt für ihre Ausstellung und ihre private Sammlung wohl. Und mit dieser Korkebrille kann man offenbar die Teile besser finden. Aber das machen wir nicht jetzt, es hat Zeit. Es Ich ist möchte total jetzt. langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Jo, mal ein bisschen die Perspektive wechseln. Erinnert ein bisschen an den See im Stadtpark. Was macht denn der da? Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Manchmal frage ich mich echt, wie high waren die wohl, als die das hier gebaut haben? Hallo. Die Unternehmer zu verstehen, ist gar nicht schwer. Wir wissen, wie man lebt. Bei den anderen Banden steht eher das Sterben im Vordergrund. Okay. Ja. Die Unternehmer haben wohl alle so eine Räderrüstung wie der eben. Ja, hier gibt es drei Fraktionen: Unternehmer und auch die anderen habe ich noch nicht verinnerlicht. Werden wir noch oft genug mit zu tun haben. Jetzt will ich mit Jetzt habe ich Gage das sprechen. verdammte Nuka-Cola-Lied wieder im Kopf. Oh nein, bitte nicht. Erspar mir das. Ich kenne das. Ich find's auch relativ infantil. Ich möchte das nicht in Dauerschleife in meinem Kopf haben, echt wahr. Aha, der Trick mit der Sprechanlage wieder, oder was? Nee, Aufzug. Nisha hat ja eigentlich nur eine Regel. Lass dich nicht erwischen. Okay. Ich sollte vielleicht auf Seiten gehen, nicht, dass ich das Ding auf den Kopf krieg. Und jetzt geht's wohl in so eine Art Büro oder Hauptquartier. Pitstop-Grille entdeckt. Also Willkommen zu Hause, Imbiss. Boss. Das gehört jetzt alles dir. Hoffentlich magst du das Design. Coulter hatte einen schrägen Geschmack. Aber die Aussicht, Alles, was du hier siehst, steht unter deinem Kommando. Jetzt hast du das Sagen. Du hast mir doch bestimmt nicht aus reiner Herzensgüte geholfen. Also warum hast du mir geholfen? Ich verstehe es immer noch nicht. Was soll ich denn an der Spitze? Vielleicht hast du bemerkt, dass Overboss Coulter ein Arschloch war. Und das ist noch nett ausgedrückt. Hat die ganze Sache hier vergiftet. Wer die Feuerprobe überlebt, hat das Zeug dazu. Oder zumindest das Potenzial. Wir haben schon lange jemanden gebraucht, der die Sachen erledigt, der uns voranbringt. Sag bloß, ich habe die Möglichkeit, diesen Haufen Banditen zu zivilisierten Menschen umzuerziehen. Jo. Wenn ich hier wirklich die Show mache, sollten wir anfangen. Das ist genau die richtige Einstellung. So habe ich mir das vorgestellt. Ich will ehrlich mit dir sein. Der Laden braucht jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt. Und das bin ganz sicher nicht ich. Ich bin niemand, der andere Leute führen kann. Und es gibt Leute, die gegen mich sind, weil ich Coulter so lange unterstützt habe. Ich sollte dem neuen Oberboss helfen, diese Scheiße unter Kontrolle zu bringen. Da kann ich meine Fähigkeiten ausspielen. Verstehst du? Jo. Und was hast du so für Fähigkeiten, Gage? Abgesehen von meinen Schießkünsten und einem losen Mundwerk? Ich bin fast schon mein ganzes Leben bei irgendwelchen Banden. Ich weiß, wie Raider denken, was sie wollen und wie man das zu seinem Vorteil nutzt. Glaub mir, ich hänge in der Sache genauso drin wie du. Die Scheiße muss klappen. Ich habe bisher noch alles zum Erfolg gebracht. Klar doch, Gage. Gut. Ich weiß, dass ich dir da einiges abverlange. Reden wir übers große Ganze. Nuka World. Ein verdammter Traum. Riesig. Gebaut wie eine Festung. Wer die kommandiert, dem gehört die Welt. Es ging ganz gut los.
War viel Arbeit, die Jünger, die Unternehmer und das Rudel zur Zusammenarbeit zu bewegen. Aber wir haben es bis hierher geschafft. Vor einem Jahr kamen wir durchs Haupttor, sackten Nukatown ein und zogen den Händlern die Daumenschrauben an. Und dann wurde Coulter faul. Ihm hat's gereicht, auf seinem Arsch zu sitzen. Den ganzen Park wollte er nie ernsthaft übernehmen. Die Banden wurden rastlos, haben sich gegenseitig ans Bein gepisst. Es war... ist unschön. Ach, was für eine Scheiße, lasse ich mich hier ein? Am Anfang war es nicht so schlimm. Aufgeheizte Gemüter, Streitereien, ab und zu eine Schießerei. Aber mit der Zeit wurde es schlimmer. Die Banden rissen sich so viel Territorium wie möglich unter den Nagel und versuchten sich gegenseitig fertig zu machen. Der kleinste Anlass genügt und sie gehen sich an die Gurgel. Wenn nicht jemand für Ruhe sorgt, kommen wir bald an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Also Bürgerkrieg oder sowas, wenn man das so nennen mag. Das kann ich regeln. Das bekomme ich hin. Ja? Das hoffe ich wirklich. Weißt du, ich kenne diese Banden. Arbeite seit Jahren mit ihnen oder gegen sie. Ich werde dir helfen, okay? Dich anleiten. Erstmal musst du die Banden auf deine Seite bringen. Ohne ihre Unterstützung kommst du nicht weit. Du musst ihnen nicht vertrauen. Teufel, du musst sie nicht mal mögen. Aber sie müssen dich genug respektieren, um dir zu folgen. Hast du einen Tipp, wie ich das machen soll? Ja, also. Die Jünger mögen Gewalt. Je blutiger, desto besser. Sag ihnen, dass sie reichlich davon kriegen. Den Unternehmern geht es hauptsächlich um Geld. Wenn du ihnen Kronkorken versprichst, hören sie dir zu. Das Rudel? Tja, keine Ahnung. Die folgen jedem, von dem sie denken, er sei der Stärkste. Na, da musst du wohl Zähne zeigen. Aha, also Arena-Kämpfe inszenieren oder so. Ja, vielleicht gegen Monster, aber nicht gegen andere Menschen. Was? das ist bestimmt falsch jetzt, aber... Weil's Spaß macht. Keine Sorge, mich mag jeder. Tja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Ah, eigentlich bist du schon der neue Overboss, okay? Das ist schon die halbe Miete. Triff dich mit den Anführern, sprich mit ihnen. Lass etwas deine Muskeln spielen. Zeig ihnen, dass du es ernst meinst. Was passiert, wenn sie auf meiner Seite stehen? Dann fangen wir an, den Rest von Nuka World zu übernehmen. Aber eins nach dem anderen. Bist du dabei? Okay, dann machen wir das. Gut, genau das meine ich. Du musst ihnen nur zeigen, dass du die Richtige für den Job bist. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Du bist nun mal der Overboss. Mach bloß keinen Scheiß. Gut, triff die Bandenbosse. Und das gehört jetzt... Ja, ich hab's geahnt. Hier haben wir also ein... Ich habe jetzt gar nicht vor, ständig damit rumzurennen, aber es ist gut zu wissen, dass ich hier eine habe. Und hier stört sich auch keiner dran, dass die Dinger als geklaut gelten. Also die Rüstungsteile hier. Ich nehme natürlich den Fusi mit, sonst spaziert jemand anders damit rum. Und die sind bestimmt zu dusselig, um festzustellen, wie man... die ihn zum Laufen bringen, die meisten von denen zumindest. Was ist denn mit dem los? Das sieht nicht gesund aus, was der da macht. Was ist das? Fitstop-Grille. Ich nehme an, das ist sowas wie mein Haus hier oder so. Schauen wir mal, machen wir mal einen Rundblick. Okay. Das Wetter natürlich ist mal wieder schlecht. Da drüben war mal eine Autobahn und da ist die Einschienenbahn zu sehen. Und das da drüben sieht nach einer Future World oder sowas aus. Da bin ich mal neugierig. Haben mich auf der Karte... Nee, ich muss den Ort erst entdecken, ist doch logisch. Gut, also dann... Schauen wir uns unser Domizil mal an, oder was immer da jetzt auf uns wartet. Ich erwarte, dass ich hier die ein oder andere Siedlung aufbauen kann. Mindestens drei, wir haben ja drei Fraktionen. Und... Ich schätze, ich muss die drei auch voneinander getrennt halten. Ist nur so eine Überlegung von mir. Weil die sind sich ja nicht ganz grün. Und wenn ich die... zusammen, also Werkbänker hat es hier schon mal. Wenn ich die aufeinandertreffen lasse, könnte das unschön werden. Vielleicht passiert aber auch gar nichts, ich weiß es nicht.
Neue Musik gibt's auch. Ja, das gibt's in Commonwealth nicht. Das ist ein anderer Sender, nehme ich an. Arguing will get you killed, so don't give me no flack. I see suckers every day that they think they can take me on. Well, you'll see that I'm still here, and they're all gone. Give me what you got. I changed my mind. I'll count to three. Give me what you got. You listening to me? I'm the one with a gun. Don't take shit from anyone. Hell no, we ain't through yet, cuz you wanna know a secret? Even if you give me what you got, ain't no chance you're gonna walk away. Ich weiß zwar nicht, wofür diese Tickets sind, aber ich nehme es mal mit. Ja, Leute, ja! Scheiße, ja! Ihr braucht nicht zu kommen und sagen, Mann, Red Eye, das war echt cool, Mann, echt irre. Ich weiß, dass ich's drauf hab. Das braucht mir keiner zu sagen. Jo, das ist wohl der Moderator von hey, Radio Nuclear World. Hier ist euer Red Eye. Mit fetten Glückwünschen an unseren neuen Overboss. Aha. Gruß zurück. Er spricht von uns. Ja, gut. Also wie ich die Unternehmer beeindrucke, das dürfte nicht schwierig sein. Weil in gewisser Weise... Ganz genau. Falls ihr es noch nicht gehört habt, Coulter ist tot. Er ist Futter für die Würmer. Nicht nur, dass jemand die Feuerprobe überlebt hat. Sie hat auch noch Coulter erledigt. Ich habe von einem geheimen Abkommen zwischen Beats und den Button gehört. Es heißt, wer auch immer Coulter erledigt hat, soll seinen Platz einnehmen. Könnt ihr das glauben? Ich habe nicht für diese Tussi gestimmt. Wieso wird sie der neue Overboss? Ich meine, scheiße, wenn ich gewusst hätte, dass sie wen suchen, hätte ich meinen Namen mal ins Spiel gebracht, versteht ihr? Pass auf dich auf, naja, Boss. Wie auch immer. Wir haben ich dich im Auge. Ich kann erwarten zu sehen, was unser neuer Anführer geplant hat. Kann zumindest nicht schlimmer sein als Coulter, oder? Ihr seid doch alle Psychopathen und dafür liebe ich euch. Hier ist Raider Radio, nur für euch. Okay, wir werden das Radio wahrscheinlich noch ein paar Mal hören müssen. Bestimmt spiegelt sich da auch unser Handeln wieder dann. Also, jetzt wissen es alle, dass es einen neuen Overboss gibt und der heißt Clarissa. Los, Mädels. Wir sollten hier das Sagen haben. Nicht so ein Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm noch eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihm dafür die Haut abziehen. Also halt's Maul und warte ab. Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange sie mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Ja, hab ich mir gedacht. Also, ihr beiden, verschwindet. Und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Aha, die verbreiten jetzt die Nachrichten über mich? Ha, ist bestimmt nichts Großes. Willst du reden? Dann red mit Nisha. Hey, so, du bist also Gages kleines Projekt. Sein Schoßhündchen. Das denkst auch bloß du. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war ich noch Overboss. Du hast die Feuerprobe überlebt. Du hast Coulter getötet. Natürlich mit Gages Hilfe. Also klar, du bist der Overboss. Aber der Titel bedeutet schon lange nichts mehr. Wenn Gage meint, dass sich das über Nacht ändert, dann täuscht er sich. Jeder weiß, dass wir alle Coulter tot sehen wollten. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz wahren. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Die Welt braucht Regeln, sonst wird sie sich nie erholen. Regeln sind gefährlich, denn die Leute verlassen sich irgendwann auf sie. Sie wiegen dich in Sicherheit, aber wenn du einen Moment nicht aufpasst, bist du tot.
Coulter dachte, er sei wegen einer Regel oder eines Codes unantastbar. Aber er musste auf die harte Tour feststellen, dass das nicht so war. Obwohl, eins muss man ihm lassen. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut. Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt. Wie viele Opfer hat diese Feuerprobe schon gefordert? Das zählt doch keiner. Aber genug, um die Händler zu beschäftigen. Wir schicken sie zum Saubermachen rein, wenn es anfängt zu stinken. Natürlich schaffen die es nicht immer lebend daraus. Die Feuerprobe schläft nie. Aha. Dann waren einige von den Leichen Unternehmer. Das nennt ihr eine Feuerprobe? Mehr ein Kindergeburtstag. Enden Kindergeburtstage mit dem Tod. Wenn dir Gage nicht geholfen hätte, wärst du jetzt tot. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt. Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Und nie davon etwas gehalten. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Ich werde die Dinge auf meine Art erledigen, ob es dir gefällt oder nicht. Ach ja? Ein paar Dinge solltest du bedenken, bevor du anfängst, die Dinge auf deine Art zu erledigen. Du musst wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Wir schreiten auch zur Tat. Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, leg ich dich um. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber wenn du uns unterstützt und deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst, dann helfen wir dir. Du darfst leben und alle gewinnen. Ich muss Stärke zeigen. Ich verspreche nichts. Und ihr werdet tun, was ich sage. Offenbar bist du Coulter bereits einen Schritt voraus. Ich sehe mir an, wie das läuft. Fürs Erste. Aber wenn du anders vorgehen und dich nett verhalten willst, hier gibt es immer was zu tun. Also wenn du beweisen willst, dass du es drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Jo, ich glaube, das verlief gut. Mit denen, da muss man Stärke zeigen. Das ist eine Welt ohne Regeln. Die verstehen nur das Faustrecht. Jo. Fällt mir ein bisschen schwer, weil das an und für sich nicht mein Stil ist. Aber muss ich halt lernen. Wer weiß, wofür es mal gut ist. Ab und zu mal ein bisschen bluffen oder so. Ab und zu. Ich nehme an, diese Unternehmer. Bestimmt was gedreht, wenn jemand wie du jetzt das Sagen hat. Getötet habe ich Colt das schon alleine, ne? Auch wenn er mir geholfen hat und gesagt hat, wie es geht. Ja, aber der war trotzdem noch ein harter Brocken. Knarren, aber Messer sind interessanter. Ja, habe ich auch dabei. Ich hab gehört, du hättest Will ziemlich vertrimmt. Was war los? Ich hatte nichts mehr zu rauchen und sie wollte mir nichts geben. Scheiße, dann hat sie es echt verdient. Ich hab schon Schlimmeres für eine Zigarette gemacht. Was? Ich erinnere mich. Ich bin mal gespannt, ob es mir gelingt, denen Zivilisation einzubläuen. Notfalls lege ich sie halt übers Knie. Okay, dankeschön. Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Ach ja. Du kannst reingehen, Overboss. Gut. Tja, ich muss... Bisher konnten wir nur rausfinden, dass sie diesen Pip-Boy am Arm trägt. Unser neuer Overboss ist also ein Vault-Bewohner. Oder hat einen umgelegt. Du kannst gehen. Aha, man informiert sich über mich. Die könnten eigentlich einfach fragen. Schreibmaschine, Schreibtisch. Serviette, ich dachte, das wäre eine Nachricht. Moment. Zimmerservice. Was ist denn das für ein Saftladen hier? Hey.
Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Tja, ein Clown, der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist deine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was er verdiente. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? Tja, gute Frage. Gegenfrage. Worüber habt ihr gesprochen, als ich reinkam? Nun, über dich, Overboss. Du bist eine unbekannte Größe. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wäre also toll, wenn du uns ein paar Fragen beantworten würdest. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du diesen Trottel erledigt hast? Ja, ist verständlich. Bedauern, schätze ich. Ich wollte ihn nicht töten. Das ging aber nur dir so. Ja, das stimmt. Mit so einer Einstellung kommst du in Nuka World nicht weit. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Geld verdienen? Ganz genau. Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Überfallen, ja? Naja, ich bin eigentlich wegen der Limo hier. Super, wieder so ein Spinn. William, sicher doch, Overboss. Du bist im Parler immer willkommen. Fühl dich ganz wie zu Hause. Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, red einfach mit mir. Aber denk auch mal darüber nach, was wir für ein Leben führen könnten, wenn wir diesen Ort wieder wie früher nutzen würden. Ja, früher wurden hier aber die Leute wenn nicht ausgeplündert. Den Frieden stört, ausgenommen, ja, aber nicht denken, okay ist, ausgeplündert. Ja, ich frage jetzt hier nicht nach Arbeit, weil ich möchte in dieser Folge noch den dritten Fraktionsboss sprechen, damit wir das in einer Folge drin haben und nicht splitten müssen. Oh, bis jetzt sind die, scheinen mir die noch die zivilisiertesten zu sein, aber die würden auch über Leichen gehen. Sind halt Raider. Max und William lassen mich Gäste normalerweise abtasten, aber du kriegst eine Sonderbehandlung. Wow. Was hast denn du da für ein Gewehr? Ich glaube, den Typ kenne ich noch nicht. Kann ich mir das mal angucken? Nö, kann ich nicht. Schade. Overboss, machst du wieder Ärger? Gut. Irgendwie sind die alles ziemlich locker drauf, ne? Da könnte man sie ja fast schon mögen. Hab einen der Händler beim Clown erwischt. Hab ihn vor dem Tor laufen lassen. Aber das passt ja. Wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Rudel. Das nennt sie Rudelanhänger. Vielleicht sind die ja auf ihre Weise auch ganz in Ordnung. Also relativ gesehen für Räder, meine ich, ne? Hübsches Kerlchen. Erstmal ein paar Eindrücke sammeln. Hier wird geschossen. Auf was schießen die? Auf die Schießscheiben, hoffe ich doch. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Hm.
Sind es jetzt echte Gorillas oder sind Gorillas? Da bin ich mal neugierig. Moment, vielleicht erfasst bei dem. Rudel-Gul-Rilla. Gul-Rilla, okay. Das ist neu. Nein, es geht schon. Es gibt jede Menge Halsbänder in den Zwingern, falls du es nicht hinkriegst. Wenn du was fangen willst, musst du es auch jagen. Hat der sich blau angemalt? Vielleicht doch mal. Ja, ich glaube schon. Bei genauerem Hinsehen weiß ich nicht, ob ich dir diese Overboss-Nummer abkaufe. Seid ihr ein Problem, das ich lösen muss? Schön langsam, Boss. Wir lernen uns gerade erst kennen. Ich bin Mason, der Alpha des Rudels. Die Gegend hier gehört uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels. Und werde es auch bleiben. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Deine Leute werden mir keine Probleme bereiten, oder? Das Rudel tut, was ich sage. Solange du mir nicht dumm kommst, passiert dir nichts. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, sondern nach Kronkorken. Wenn wir Kronkorken respektieren können, dann vielleicht auch einander. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner eine Träne nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre jemand anders. Aber Gage sagt, dass du jetzt der Boss bist. Dann bist du es eben. Du willst kein Overboss sein? Wenn ich wüsste, dass die anderen Banden dabei sind, würde ich sofort das Kommando übernehmen. Mach ich auch, wenn sich rausstellt, dass du ein Vollidiot bist. Wenigstens ist es nicht Max Black oder die bekloppte Nisha. Und du kannst kaum schlechter als Coulter sein. Ich habe Pläne für diesen Ort. Wirst schon sehen. Vielleicht kannst du ja wirklich was. Aber wir dachten auch, dass Coulter etwas kann. Und jetzt liegt er in seinem eigenen Blut. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Und zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Ich bin ganz ohr. Klar, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden, nicht mal die Jünger. Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten können. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert. Hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Was hat's denn wirklich mit Gage und Coulter auf sich? Gibt nichts, was ich dir nicht schon erzählt hätte. Was? Dafür reicht meine Überredungskunst nicht aus? Das erschüttert mich. Ist die Geschichtsstunde vorbei? Ja, Boss. Wollte nur erzählen, warum wir alle so sauer sind. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Hab gehört, du sprichst auch mit anderen Banden. Ich plane, alle Banden gleich zu behandeln. Irgendwo auf der Welt sind zwei Dinge exakt gleich, Boss. Alles hat seinen Platz. Eine Bande wird oben, eine unten landen. Das ist ein einfaches Naturgesetz. Noch eine letzte Sache zum Schluss. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf Linie halten willst. Wenn du mal helfen kannst, komm vorbei. Treue ist keine Einbahnstraße. Jo, gut. Hat er recht. Mir ist jetzt eigentlich gar nicht einmal so zuwider. Was macht denn der da? Spielt er da mit dem Teddy? Okay. So, jetzt sammeln wir noch ein paar Impressionen. Dann schließe ich die Folge. Rudel. Da hat wohl jeder einen Hund, oder täuscht es? Und eine bunte Waffe. Also hier gibt es scheinbar wieder interessante Moment. Mal ein bisschen angeben, ein bisschen posen. So. Was sagst du dazu, ha? Das Ding rührt sich nicht, okay. Kriege ich meine Bolzen wieder? Schaut nicht danach aus, obwohl... Sind das Bolzen? No, die sind wohl weg. Egal. Wir haben demonstriert, dass wir auch mit dem Ding schießen können und es nicht nur spazieren tragen. Dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen.
Das ist interessanter als befürchtet. Bis zum nächsten Mal.